Willkommen zurück zu Mass Effect 3. Wir haben beim letzten Mal auf Rannoch angefangen, gegen und zum Teil auch für die Geth zu arbeiten. Und jetzt geht's darum, die mehr oder weniger letzte wichtige Mission zu starten und die Reaper Base zu zerstören. Und dann bin ich mal gespannt. Okay, reporting in Lee Riley. My squad continues to defend the fuel reactors on Scion. The Reapers seem intent on taking it down. Not on my watch, we will hold the line. Ha, huh, interessant, dass es da also lustig weitergeht. Observation Deck hieß es, ne? Observation Deck. Das ist hier eine dieser beiden Ecken. Bin ich doof? Andere Ecke? Was? Kann ich hier irgendwie gucken, wo die hier rumäumeln? Starboard Observation Nummer 6. Da bin ich gerade gewesen. Oh. Das sieht ungesund aus. Oh well. Ash? Oh. What have we here? Oh, sir. I'm off duty. Your voice, sir, not so loud. Please, thank you. Why are you curled up on the floor? Am I? Oh, my head. So heavy. Can't move. Ah. Enjoy your evening. I'll be back to work in 30. Maybe 40. I swear. Just give me 45 minutes. Shh. How did you end up in this sorry state? Just wanted to let off some steam. Vega said he had just the thing to take my mind off stuff. And did that thing come in a bottle? Yes. This empty bottle? It's empty. Oh boy. You know, I think it might be time to test the fire alarm. I'll pay you a million credits not to do that, sir. 2 million, and we have a deal. You're a damn space pirate. I could order Joker to sing to you over the comm. I hate you. I hate you... Sir. As you were, Williams. Cold floor. Oh, oh. Oh. Okay, das ist hier noch ein Stöhnsimulator. Ja. Ich weiß zwar nicht so hundertprozentig, wie Off-Duty in so einer Situation funktioniert, aber wow, ja. Kümmern wir uns um das Wesentliche, während andere auf dem Boden liegen. Und zwar, wir wollen eine Reaper-Base zerstören. Ihr könnt davon ausgehen, dass ich über ihm so überhaupt nicht mitnehmen werde. The sinking laser needs a line of sight. What's the fastest route? The upper entrance. Target the base before the Geth can organize resistance. What about you? We will deactivate defense systems and acquire an escape vehicle. You can do that? This unit still carries remnants of the old machine upgrade code. We can break any Geth security. You are concerned. You know your limits. I trust you. I'm more concerned you didn't tell me about the upgrades. You were tolerant of our recovery of Geth intelligences from the server, but this matter is different. Personal. You were ashamed. We were not sure you would be pragmatic enough to appreciate the tactical value of these enhancements. I know organics haven't done much for the Geth, but I'm trying to help you. We did not intend to cause offense. How'd we get here? The Geth are better than this. No. Based on empirical evidence, they are not. Yeah. Proceed to the upper entrance. We will exit here and procure an escape vehicle. Got it. Hey! Good luck. Acknowledged.
I can't believe it. I don't think it's really sunk in yet. The home world. My world. Look at the sky. And the rock formations. They used to write poems about them. When we're done, maybe you'll write a new one. This is Rannoch, the world of our ancestors. Our bodies carried the seeds that spread the desert grass. You've heard me say Kilasalai? The best translation I can come up with is, by the homeworld I hope to see someday. Looks like you're seeing it today. The living room window will be right here. Something I should know? I just claimed the land. I know it doesn't mean much, but when this is over, I'll have a home. The Quarian spent centuries as nomads. You think you can go back to living in one place? We have gotten used to carrying our homes around with us. Well, that's a start. Warum habe ich eine Pistole ausgewählt? Ist das überhaupt meine Pistole? That's weird. Vor allem, weil ich auch meine Waffen nicht wechseln kann. Vor allem, das ist nicht die Pistole, die ich normalerweise... What the game? Warum gibt es mir Sachen, die ich... Ich habe nur meine Pistole. Das sind nämlich die Waffen von den anderen Nasen. Das sind die Waffen von denen, ja. Spiel? Hat das Spiel irgendwie Probleme bekommen, nachdem es die Sache mit dem Stein nicht hinbekommen hat? Sehr merkwürdig, denn ich habe definitiv bei meinem Loadout geguckt, ob ich alle Waffen dabei hatte. Und dann gäbe es auch keinen Grund, warum es mir eine Waffe geben würde, die ich normalerweise nicht tragen würde. Warum ist das so goofy? Aber trotzdem funktioniert die Fähigkeit, cool. Ich meine, war mir klar, dass sie nicht waffenabhängig ist, aber trotzdem. Mal ganz kurz aufpassen, wow. Warum habe ich meine Waffen nicht? Yes. Ja, ich werde auf jeden Fall gucken müssen, dass, wenn wir hier tatsächlich irgendwelche Waffen finden sollten, dass ich die auch dann wirklich anlege. Come on! Stop running away from me. Ich gehe davon aus, dass diese Mission anders hätte ablaufen können, wenn wir die Squadron-Sache da nicht gemacht hätten. Das ist nix, okay. Oh, great, hi! Hey, ich habe die Rakete zerstört. In der Luft. Sehr schön. Gott,
wie viel Munition ich da reinballer und insgesamt auch nicht habe. So, hier sollte ich rüber. Genau. Sehr schön. Das Gute ist, bisher konnte man das Ganze auch schaffen ohne gescheite Munition oder Waffen eher gesagt. Ah, da hinten, hi. Yikes. Das war natürlich das Problem. Er lebt noch. Da hinten. Ja, das sagst du jetzt so. Weil hier sind genug Dreckskinder, die das uns ein bisschen schwer machen. Ich kann da hoch. Ich meine, da war einer gespawnt. Ich gehe einfach mal hier entlang. Aber mal gucken gerade halt, ob es hier oben irgendwas gibt. Ne. So, Munition ist gut. Shepard Commander, hostile Gath are closing a blast shield over the base. Ich könnte wirklich eine Weapon Bench gebrauchen. Okay. Yeah, sehr schön. Ah, schön ausgewichen, mein lieber Freund. Keine Ahnung von wo. Nice. Wäre es erstmal lieb, wenn wir hier die genau vor uns ausschalten. Well, Spiel. Change Loadout. Here we go. Her mit meinen Waffen, ihr Dreckskinder. Weg mit dieser doofen Waffe, wo immer meine richtige Waffe ist, hier. Und die eine Shotgun, die ich immer anhatte. Die da. Nice. Jetzt dürfen wir auch mal wieder Waffen tragen. We'll get to the Black Shield controls. Those Reaper upgrades are quite useful. That thing has its own agenda. I don't trust it. We need it right now. Afterwards, we'll see. Hoho. Ich gehe mal von aus, dass ich der selber opfert. Ich dachte schon bei der letzten Mission, dass er es machen würde. Oder halt einfach mit drauf gehen würde. Ja, einiges sind Knete. Dankeschön. Ah, muss mich jetzt an die Waffe erstmal wieder gewöhnen. Oh, hi!
Hatte nicht damit gerechnet, dass hier gleich einer rauspoppt. Oh, hi. Yep, Problem. Das war nicht die Idee. Okay, also die poppen wirklich aus dem Boden. Ich hoffe, dass jetzt gerade irgendwie nicht Gegner hinter uns rauskommen. Scheinbar nicht. Durch eine nehmen für uns. Hi! Ja. Okay, ich werde mich mal ganz kurz zurückziehen, denn der ist mir so ein bisschen zu nah, nachdem man auch gerade gesehen hat, dass er den einfach so ausgeschalten hat. Die Person. 666. Oh, okay. Hi. Wow. Spiel. Wow, what the? Holy shit, meine lieben Freunde. Okay, das Spiel wusste ganz genau, was es hier einem geben will. Das war eine ziemlich mächtige Waffe.
We will attempt evasive maneuvers. Target the Reaper. It's not a Reaper base, it's a live Reaper. I need an orbital strike. Oh boy. What did we hit? The firing chamber. Looks like a weak point when it's priming. Damn it. The jamming towers have us targeting manually. We can't make a precision shot. We may escape before it recovers. No. Pull over. Shepard, Commander. If we run away, the Gatstand are Reaper control and the Quarians are dead. This ends now. Edie, patch the Quarians to the Normandy's weapon system. I want the targeting laser synced up to the whole damn fleet. Understood. Stay in cover. I'll finish this thing off. Shepard to fleet. I'll paint the weak spot. Link up with the Normandy and be ready to fire. 1v1, bitch? The destroyer is in range. Missiles are ready for launch. Shepard, we need a target. On it. I can't shoot! Yikes! Okay. Okay, also ich kann wirklich aktuell nicht schießen. Ich muss aber wichtig erstmal hier, dass ich der Sache irgendwie ausweiche. Nicht das? Oh. Yikes. Wie weicht man der Sache aus? Denn ich kann ja nicht aufladen und... Okay, Kampfarena ist nicht wirklich groß, um Sachen auszuweichen. Achso, der bleibt auch wirklich dort. Ich dachte, der würde dann automatisch abbrechen. Ach Gott, dammit. So, macht er jetzt hier wenigstens beim zweiten Treffer weiter, oder? Muss ich den ganzen Spaß jetzt hier erneut machen. Ich kann zumindest wieder nicht schießen. Er schießt! Wow, gefühlt ging das bei weitem schneller. Das ist clever, wenn man nicht so anvisiert. No, man kann super schnell reagieren. Man muss gar nicht so vielen Sachen ausweichen, scheinbar. Aber man muss hervorheben, die halten verdammt viel aus. Oh boy. Oh boy. Das Ding kommt immer näher. Oh shit, ich hänge in der Ecke fest. No, what are you doing?
You know who I am? Harbinger speaks of you. You resist, but you will fail. The cycle must continue. What are you talking about? We stopped Sovereign and the Geth. We stopped Harbinger and the Collectors. We've earned a straight answer. It is not a thing you can comprehend. We might surprise you. You represent chaos. We represent order. Every organic civilization must be harvested in order to bring order to the chaos. It is inevitable. Without our intervention, organics are doomed. We are your salvation. You're killing everyone in the galaxy to save us? The cycle must continue. There is no alternative. Organics and synthetics don't have to destroy each other. The battle for Rannoch disproves your assertion. Finish your war. We will be waiting. We did it. We killed a Reaper. Keela. We can confirm that the Geth are no longer being directed by the old machines. We are free. You did it, Shepard. The Geth free to stop firing. They're completely vulnerable. Shepard Commander, the Geth only acted in defense after the Creators attacked. Do we deserve death? What are you suggesting? Our upgrades. With the old machine dead, we could upload them to all Geth without sacrificing their independence. You want to upload the Reaper code? That would make the Geth as smart as when the Reaper was controlling them. Yes, but with free will, each Geth unit would be a true intelligence. We would be alive, and we could help you. Our fleet is already attacking. Uploading the code would destroy us. Shepard, you can't choose the Geth over my people. Why not? Our fleet is massive. We can support Shepard's fight against the old machines. If the Creators no longer threaten us. Upload the code to the Geth. Tally, call off the fleet if you can. Uploading. 10%. This is Admiral Tali Zora. All units, break off your attack. Belay that order. Continue the attack. 20%. I beg you, do not do this. Please. Your people began this war. We will end it. 40%. I'm sorry. No. Error. Copying code is insufficient. Direct personality dissemination required. Shepard Commander, our skepticism was misplaced. Thank you. Raya,
pods not responding. All hands, prepare for impact. I'm sorry. Tally, no! Commander, your actions enabled this upgrade. Because of you, we are a people, and we are free. And the Geth that worked with me? That personality construct is dead. It sacrificed itself to deliver the code upgrade to all Geth units, and we will uphold its promise. We are already repairing ships, and our technology can help build the Crucible. Thank you. We regret the deaths of the creators. They made their choice. Commander Shepard, I understand you are bringing a new fleet into this war. Yes, Counselor. The Geth are already helping with construction of the Crucible, and their fleet will be ready for action soon. Are you certain the Geth can be trusted? They were slaves under the Reapers, Counselor. They'll fight as hard as we will. Understood, Commander. I suppose we can't be too choosy about our allies right now. But that's not why I contacted you. I've information for you vital to the war effort. I'd prefer to share it in person. What if I come to the Citadel? That would be preferable, Commander. Meet me in Counselor Udina's office. Commander, Admiral Hackett's available on VidCom. What the flying fuck just happened? Haben wir die Quarians wirklich geopfert? Sind wir jetzt automatisch Renegade geworden? Denn das ist keine positive Sache, die wir gerade gemacht haben. Also, ich bin komplett fertig hier. Das kann's doch nicht sein. Erzählen die Quarians wirklich als extinct? Nope. Ja, haben wir damit jetzt wirklich Tali wieder verloren und Co.? Haben wir die wirklich jetzt alle deswegen draufgehen lassen? Ich überlege ernsthaft, ob man die Mission neu spielt und die Gäste draufgehen lässt. The fuck? Ja, wir haben die Gäste dazu bekommen, aber die sind halt... Ich verstehe es nicht. Also das verstehe ich wirklich nicht. Haben wir die jetzt wirklich einfach verloren? Das ist so eine merkwürdige Entscheidung. Vor allem immer, wenn man sagt, oben rechts ist die Entscheidung, die positiv ist, und die unten rechts meistens halt eher die Renegade-negative Sache. Ich dachte wirklich halt, hey, wir laden die hoch und... Wir könnten halt, dass beide Seiten an unserer Seite kämpfen würden. Ja, also ich werde jetzt wirklich eine Sache nachgucken müssen. Und zwar, ob da Bugs am Start sind. Denn es wirkte so richtig, richtig merkwürdig. Ich habe mich auf der Wiki umgeschaut, habe herausgefunden, dass die Sache mit der Pistole definitiv ein Bug ist. Aber viel wichtiger, es ist tatsächlich möglich, dass die Quarians und die Geth beide überleben und sich einem anschließen können. Und ich habe geguckt, was man machen muss, damit das möglich ist. Und die Antwort ist, es ist für uns nicht möglich. Und zwar, es hängt an einer ganz wichtigen Sache. Und zwar, in Mass Effect 2 hätten wir Legion aktivieren müssen. Um das Ganze ein bisschen hervorzuheben... Mass Effect lebt davon, dass sehr viele unterschiedliche Aktionen passieren, die halt die Story über den ersten, zweiten und dritten Teil beeinflussen. Das heißt also zum Beispiel, wäre Tali in der Collector Base Suicide Mission draufgegangen, könnte sie hier nicht auftauchen, was bedeutet, ein Admiral wäre in der Situation dann an unserer Seite. Dadurch, dass Legion uns gefehlt hat, hatten wir hier eine 0815 Geth VI und hier ist es wichtig in Mass Effect 2, dass man Legion aktiviert, dass man die Loyalty Mission macht. Und da gibt es eine Situation, wo ein Konflikt auftritt zwischen Tali und Legion und dass man das schafft, dass man diese bereinigt
für mehr oder weniger beide Seiten im positiven Sinne. Wenn man das gemacht hat, logischerweise haben wir dann hier nicht die Geth VI, wir hätten Legion, da wäre dann eine weitere oder andere Dialogoption in dieser Mission oder den Missionen möglich gewesen und man braucht halt viele weitere Punkte, die man nebenbei in Mass Effect 2 braucht. Also zum Beispiel Tali muss man Loyalty Mission machen, musste aufpassen, dass sie halt nicht von ihrer Rasse rausgeworfen wird. Und ebenfalls wichtig ist, man braucht einen Reputation Buff von angeblich 4. Und wenn wir sehen, 1, 2, 3, 4, fast 5. Also wir wären in der Theorie dabei gewesen. Und es wäre dann wie folgt abgelaufen. Wir hätten den Upload gestartet. Dann hätten wir gesehen, wie Tali versucht hätte, den Angriff abzubrechen. Das wurde ja auch abgelehnt, wie bei uns. Und dann, wo er 40% erreicht, wo man dann sagen könnte, hey, weitermachen oder abbrechen. Da gibt es dann zwei weitere Optionen für Paragon oder Renegade, wo man das Ganze dann in die richtige Richtung leiten könnte. Jedoch, da ich das uns Legion gefehlt hat, ist es von Anfang an nicht möglich gewesen. Und dementsprechend, wir werden jetzt tatsächlich mit dieser Situation einfach so leben. Wir haben Katastrophen in unserem Spiel miterlebt, wie Ashley Williams und jetzt hier die Ausrottung der Quarians. Und so sehr ich ganz gerne die Quarians an unserer Seite gehabt hätte, eher als die Guests zumindest, werden wir trotzdem einfach damit leben. Das ist eine Entscheidung, die nicht ideal ist, aber ich fände es jetzt doof, im Endeffekt nochmal hier zurückzuspringen, um diese eine Sache anzupassen. Ich bin, wie gesagt, davon ausgegangen, dass man die beide hätte retten können, aber gerade jetzt nach dem Nachdurchlesen, was man dafür alles brauchte, wir gehen nicht zurück und spielen Mass Effect 2 nochmal passend an, nur um das hier durchzubringen. Ja, und dann haben wir... Ach ja, genau, und die haben wir auch gleichzeitig noch. E-Mails. Downtime, Ashley Williams, okay. This may be a dumb idea, but I heard you were having some trouble sleeping. Don't freak out, words get around. Anyway, I was thinking it would be nice for us to get together, just the two of us. Find a quiet spot in Citadel, or try to at least. We could both probably use the downtime. Wenn du Downtime brauchst, legst du einfach auf den Boden, dachte ich. The nav points incoming if you'd like to join me. Shepard Commander, our work on Renor, continuous repairs to ship and installations damaged by the Creator fleet will be complete within 10 days. Our existing ships are already attacking old machine forces. This has created a second flank to divert attention from Turian Asari forces. Guest units specializing in technical construction have been deployed to the Crucible project. All guest intelligence not dealing with ship repairs or deployment are performing technical analysis to improve the yield and efficiency of the Crucible. Calculations are being performed remotely and sent to the Crucible project via secure encryption to avoid causing tension with other species. We will prove that organics and synthetics can work together towards mutually beneficial goals. Your trust will make it possible. Let's talk Quarian War. Diane, Alice, it may be hard to believe after what we just went through, but the rest of the galaxy is barely aware that the Quarians ever went into the Vale, let alone started a war with the Geth. We are sitting on a major piece of history here. I have material from all the players except you. Can I get into your cabin for an hour to get your thoughts on Vid? Yeah. Also mich würde es hier nicht überraschen, nachdem wir bei den Batarians ja schon so Probleme im zweiten Teil angerichtet haben, dass wir jetzt hier nach der Ausrottung der Quarians nicht mehr nach dem Reaper Warfights, wir die überleben sollten, irgendwie wieder rauskommen. Denn das muss man eigentlich Shepard zusprechen, obwohl sie sich dann vermutlich nicht trauen, weil halt die Guests sehr, sehr mächtig sind und uns vermutlich für ihn immer dankbar sind und all ihre Kinder nach uns benennen, etc., etc. Oh boy, also das ist etwas, wo ich mich so überhaupt nicht gut fühle. Commander, something on your mind? Moment, du willst mit mir reden, du Dinges. Oh gut. What's our state of readiness, Admiral? Given the situation everywhere else as close as we can be, you've done well, Shepard. What about the extra help we've picked up along the way? Years ago, if you'd have told me we'd be fighting alongside the Geth one day, I would have resigned on the spot. I've lost friends to the Geth. No way I could share a foxhole with him. I understand the concern, sir. But now we have a common enemy in the Reapers, so I'm willing to set aside my reservations and go along with this. Truth is, the Geth Armada packs a hell of a punch. Ich drehe ihn mal so frei, da ich das für die alle ja schon hatten.
dass wir die überspringen. Ich gucke ganz kurz nochmal hier. Ne, die hatten wir alle. Ich weiß nicht, warum wir da nochmal raufspringen sollten. What about the Rachni? I wouldn't have believed it, but the Rachni are helping us build the Crucible. You're kidding. Turns out they have a knack for weapons of mass destruction. In hindsight, I guess they'd know a thing or two about waging a galactic war. No problems with them then? Other than scaring the hell out of our engineers, no. Not a lot of small talk going on there. Ja, also das hatten wir. What's the Reaper situation? It's not trending well, even if you did buy Radix some time. Our threat projections show the Reapers will gain the advantage on most other fronts. And now the Asari are a prime target. They're the most advanced race in the galaxy. We'll soon find out if that means anything. Hooray, ich warte schon darauf, wie Shepard die auch ausrotten wird. If I may, Admiral, I have a personal question. Speak freely, Commander. Why me? Why put me in charge of all this? Because you're the only son of a bitch I've got who knows how to kill Reapers. You just have to be smart and hope you get lucky. Anyone can figure it out. Your dossier says otherwise, Shepard. You stopped the Batarian slavers on Elysium all those years ago. What you did, the people who survived that ordeal still thank you by name. And because of that, you think I qualify to save the galaxy? Shepard, let me tell you something that I've learned the hard way. You can pay a soldier to fire a gun, you can pay him to charge the enemy and take a hill, but you can't pay him to believe. I don't follow, sir. When you went up against Sovereign, there was no good reason to believe you'd win. But your crew didn't seem to care, they went along anyway. Your trip through the Omega-4 Relay? That was a suicide mission, if there ever was one. Yet there your crew was, standing beside you, proud to serve. Why? Because they believed in you, their leader. That's what I need now. Where we're taking them is liable to get pretty hairy, and I know you're the one who will get us to the other side. Nothing more, sir. And Shepard, I thought you might like to know I've got word on your mother. Oh? She's alive and well and promoted to Rear Admiral. She's helping us plan logistics for the Crucible. Thank you, sir. That's a relief to hear. I figured having another Shepard around couldn't hurt, and she's damn proud of what you're doing out there. Hack it out. Yay! Deliver most of the galaxies to the final conflict. So, ist jetzt hier Mama Shepard auch irgendwie am Start? Das hätte ich lustig gefunden. Die hat dann irgendwie 300 Punkte von alleine an sich. Das ist natürlich auch zum Beispiel interessant zu sehen. Salarians sind relativ übersichtlich bisher. Krogans sind massiv. Turians sind massiv. Gas sind ein Ticken massiver als die Turians. Also man darf die definitiv nicht unterschätzen, aber... Ja, ich bleib dabei. Das ist die schlechteste Entscheidung, die ich in dem Spiel treffen konnte, gefolgt von Ashley Williams. Und Ashley Williams ist eine verdammt schlechte Entscheidung. Und wo man zugeben muss... Lieutenant Commander Williams said something about enjoying some downtime on the Citadel. Might be a nice break for both of you. Yay. Ich meine, scheinbar ist Commander Shepard genauso ein clumsy Doodle wie Ashley Williams, aber... Okay. Wir haben... Ich denke, nicht mehr genug Zeit, um ernsthaft hier... Wollen wir ganz kurz gucken, was jetzt hier sich so geändert hat. Nicht mehr genug Zeit, um hier wirklich die nächste Mission ernsthaft zu starten. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir hier so langsam wirklich zum Ende des Spiels kommen. Gerade wenn man das Achievement da hervorgehoben bekommt. Also, the Stored Remains of the Quarian Flotilla sit silently in space. It is possible that some of the Quarians managed to retreat via FTL travel at the last second, but not a significant number. While the gas make repairs, their undamaged units work to dispose the Quarian wreckage, since debris would pose a navigation hazard in the future. Yikes. Okay, ich glaube, das hatten wir... Wenn das Tali da drauf gegangen ist, war danach hinein wirklich zu erwarten. Meine Frage zum Beispiel hier, das Nexus, da war diese eine Sache mit Gay Hinom, wo man noch eine Sache sammeln musste. Aber ich würde sagen, wir gehen wirklich mal kurz zur Citadel, werden aber halt nicht den Asari Council antreffen, sondern werden jetzt hier ein, zwei Nebensachen noch machen. Alright, starten wir mit Purgatory. Hier ist mindestens eine Sache, die wir abgeben können.
Anyhow, enough about my armor. Let's find the gang and celebrate while I'm still here. Where'd you park? I took rapid transit. Come on, you have the fanciest ride on the Citadel. And I saw that new paint job. I sold it a couple of weeks ago. What? But you love that car. I know. You never shut up about that car. I know. Okay. To be continued, I guess. So, wir haben eine Sache, die wir abgeben können. Oder definitiv abgeben können. Wir müssen nur herausfinden, wo die Vollidioten waren. So, die hatten wir. Und mal, ob hier nochmal irgendwas ist. Habt ihr irgendwas? Nope. Ihr beiden seid wieder hier. Mein Glückwunsch. Commander Shepard, maybe I can help. The banner of the 1st Regiment is waiting for you at Bay D-24. The banner of Commander Shepard. I owe you a drink. Thank you. We'll hold that banner proudly as we take our homeworld back from these bastards. Okay, das sollte das hier sein. Gucken wir mal ganz kurz. Ich werde jetzt nicht hier mit jedem reden. Gucken wir mal ganz kurz, ob da oben nochmal irgendwas ist. Ich kann es mir kaum. Ja, ich denke, das ist meine richtige Entscheidung. Hey, hi. Shepard, you made it. Come have a drink with me. You're looking happy. You had it right. Yesterday can't change. Tomorrow, we might all be dead. Today is what matters. I'm not wasting it. I wouldn't have thought a club would be to your tastes. You don't have to get all hot and bothered to appreciate graceful dancing. There's an energy here. There's light. And some of the eye candy in the crowd isn't too shabby either. The eye candy on the stage is fine by me. Good. I sure don't need you as competition. Here. To you, Steve. And to you, Shepard. A good friend when I needed one most. Thank you. For everything. Ja, hier musste ich dann wirklich die untere Option wählen, denn Ashley Williams ist hier vermutlich auch noch irgendwann mal rumkräuchen und fleuchen. Und ich kann definitiv niemanden gebrauchen, der sich dann wie so ein kleiner Schleimer da unten am Boden entlang grobbt. Und dann denkt, mich irgendwie anzugreifen. Ich bin Spectre. Okay, was hatten wir noch? Wir hatten Hospital. Da hatten wir diese Treatment Plants gefunden. Und dann haben wir noch diese Embassies, wo wir die Reaper Codes gefunden hatten in dem VI-Ding. Denke ich. Ach ja, dann Ashley Williams finden. So, wer von euch will Treatment Plans für diese eine Sache haben? Jacob steht da immer rum, der hat auch, glaube ich, nichts Neues mehr zu sagen. So, wer will das Ding hier haben? Irgendwer hier? Ich habe keine Ahnung mehr, wer das war, von daher klappern wir einfach den Punkt ab und suchen nach der Interaktionsmöglichkeit. I came across this treatment plan at a chemical plant. Could it help? Treatment? What is... I've never seen this kind of process before. Probably experimental. It's a long shot, but let's run some tests and see if it might work for our patient. Hurra! We did it. Okay, und dann Embassies noch. Und vielleicht starten wir auch einfach die nächste Mission. Gucken einfach nur, was da jetzt ist. Weil ich gehe mal davon aus, dass wir da halt so mehr oder weniger den gleichen Aufbau wie mit den mittlerweile ausgestorbenen Quarians haben. Ich warte nur darauf, dass wirklich wir zum Ende des Spiels kommen und wir einfach von einem Quarian ausgeschalten werden. Hey, who are you? Excuse me, I'm Commander Shepard. If you promise to be careful, I've got something for you. A Reaper code fragment. Yes, I can use this to try to predict their strategic processes.
We might be able to save a few worlds with this, Commander. Thank you. Okay, dann haben wir auch das schon. War nämlich... Of course. You're Neota's spouse, correct? Yes. How did you know that? We keep identity information on all permanent Citadel residents engaged in formal relationships with Asari. That way, should anyone require diplomatic aid, we can ensure prompt assistance. It's wonderful. Then you can help me send my daughter. Hier haben wir eine Situation, die wir schon kannten. Und da habe ich nämlich was anderes angetroffen. Ich weiß gar nicht, ob wir das gemeinsam gesehen hatten. Und zwar, ich hatte in dem Refugee Camp unten nochmal geguckt und die Sache mit dem Tyrion und dem Teenager ist wieder von vorne gestartet. So, wir wollten nicht zu Bailey, wir wollen hier rein. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert, denn zum ersten Mal bei Yudina rein, das bedeutet nichts Gutes. I want all remaining files secured and marked for Tentron clearance only. Commander Shepard. Have you found something? We're continuing our investigation into Counselor Udina's activities. It's still not clear how he managed the coup attempt. However, I need to speak with you on another matter. Matters have taken a serious turn for the Asari Republics. We understand your crucible is still missing an important component. The catalyst, I believe you call it. Do you know where it is? Unfortunately, no. But we do have an artifact on our home world, Thessia, classified at the highest levels. What is it? Suffice it to say, it may help you identify the catalyst. The artifact is in a temple located at these coordinates. A scientific team there will provide assistance. If this artifact is so important, why keep it hidden? Even our allies can have their own agenda. A balance of power exists in the galaxy that we don't wish to upset. The Reapers are doing that right now. And that's why I'm sharing this with you. I appreciate the help. It's for both our benefit. The homeworld has never been threatened before. Thessia has always been an oasis in a galaxy full of turmoil. The Reapers are about to change that. I'll do what I can. More lives depend on you than any soul should have to bear. You have my prayers. Ach, sollte man vielleicht eher den Quarians aussprechen? Okay, Thessia haben wir als nächstes. Ich werde dann zum nächsten Mal gucken, ob wir nicht noch ein paar Nebenmissionen machen können. Jetzt, nachdem wir wieder so eine Hauptmission abgeschlossen haben. Commendation Captain Riley, an N7 operative, has been nominated for commendation for valor for action at Sion. Approval from a Spectre would fast travel, fast track the award process. Klar, ja damit. Private Talavi has requested a transfer to a unit actively engaging against Reaper hostiles. A note from Sergeant Olimbi says that Private Talavi is an exceptional engineer, recommending her for duty on a team set to sabotage Reaper Processing Center. Spectre authorization would fast track this request. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das die Person, die man in der Docking Bay antreffen kann. Diese beiden Mädels, die da halt mehr oder weniger in diesem Eingang-Zwischenbereich da stehen. Wenn ich richtig verstanden habe, ist von dem Private der Bruder wiederum bei Cerberus. Und die wollen logischerweise da nicht gegeneinander unbedingt kämpfen. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwelche Nachteile gibt, wenn man das macht oder nicht, aber hier viel Spaß damit. So, haben wir irgendwas anderes noch? Oh, Gas Jamming Tech. An Eclipse Covert Op is willing to sell jamming technology they recovered from a gas station. Deploying these jamming units on the Presidium could hinder enemy forces in case of another attack on the Citadel, thereby saving civilian lives. Because the Alliance cannot formally support Eclipse mercenary work, this technology should be treated as though it were discovered during action on Ranoch. Whoopsie. Also haben wir das da wirklich übersehen gehabt. Gut, dann werden wir zu guter Letzt einfach noch hingehen und... Presidium Commons Jamming Tag. Mal gucken, ob wir da jetzt wirklich nochmal hingehen müssen, aber ich mach's einfach mal sicher. Beziehungsweise wir gehen einfach hin.
und machen das über die Art und Weise. Hier ist niemand mehr, da ist wie immer Bailey, da ist Jacob, da waren wir Ashley, das machen wir jetzt noch zu guter Letzt. C-Sec Officer, genau. James Said sind immer dort. Und ich glaube, die Mads hatten die aber auch nichts zu sagen gehabt. Gut. Dann gehen wir noch zu den Presidium Commons. Gucken, was die Dinges Khans dann noch vor sich haben. So, wo genau seid ihr? Bei 3 und bei 6. Okay. So. Das ist der erste. I pulled this from a Geth jamming tower. Maybe you can use it. How the hell did you... Oh, never mind. Tech like this? I don't care where it came from. I'll have my people run with this. When the war comes back here, maybe we can save more lives. Ich bin mal gespannt, ob er wirklich hier wieder zurückkehrt. Ah, da bist du. Hey, nicht mehr auf dem Boden liegend. Und Handprobleme scheinbar. This is a nice spot, Ash. Yeah. All the shuttles zipping around remind me of when my dad would get ready to ship out. My mom would bundle us all up, buy us ice cream, and cart us out to the shipyard to watch his transport depart. I still have to resist waving every time a big Alliance ship flies by. You should bring Sarah up here. I will, when she's ready. She'll like the quiet. She wasn't the loud tomboy crashing around like I was. Sounds like you were a handful. Maybe. My dad got me. Shame you never met him. He would have liked you. You think so? Career military man? Yeah. Yeah, he would have invited you over, cooked you something on the grill, and talked your ear off. Ever think about what life would have been like outside the Alliance? Oh, sure. Tried to rebel against the whole military family thing when I was growing up. When my dad and I got into it, I threatened to run away with the next guy that came along. Really? He'd laugh and say, "Good, I'll pack your damn bags myself." That tended to deflate me pretty quick. He knew I'd never stray far from the family. They're everything to me. That sounds great, Ash. But right now, I can't focus on anything but you. Well now, those big, powerful Citadel arms giving you ideas, Commander? Maybe. Then maybe I have something to ask you. What? Well, we had something before. A long time ago. Something important. You've seen me at my worst. Totally embarrassing. You were there for me when my baby sister was suffering. I've held a gun in you, Shepard. I'm just saying, we've been through a lot. I have to know. Are we going somewhere? I want more, Ash. I can't see myself with anyone else. That's good. I'd hate to have to punch out whichever table-dancing tart is throwing herself at you this time. Such a romantic. You love it. Now get... Remind me. Yes, sir. Meine... Ich bin ja von mir aus. Ist ja nicht so, als wäre Tali noch irgendwie ansatzweise in der Nähe. Und The Sony haben wir ja auch schon abgeschlossen gehabt. Genauso wie Cortex. Okay, gucken wir aber nochmal hier, vollständigkeitshalber. Guten Tag. Hallo, Shepard. Nice to see you. I missed this place. It's good to be off ship for a while. Hello again. Okay, also sie hat hier nichts mehr wirklich zu sagen. Gut, dann kommen wir hier zum Ende. Beim nächsten Mal, wie gesagt, gucke ich, ob wir irgendwelche Nebenaufgaben haben. Und dann geht es eigentlich auch schon direkt weiter zu der nächsten größeren Aufgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schwer zu sagen, ne, nach der Sache. Ja, ich verabschiede mich und bis dann.